Und wir kommen zum Hauptthema der letzten Tage. Es ist ziemlich sicher das letzte sogenannte Familienfoto bei einem EU-Gipfel mit David Cameron. Nach dem Nein der Briten zur EU darf der britische Premier zwar heute Abend noch mit den 27 anderen Regierungschefs Abendessen, aber morgen beraten sie dann ohne ihn, wie die Verabschiedung der Briten ablaufen soll. Rosinenpickerei werde es für die Briten jedenfalls keine geben, hat Angela Merkel heute angekündigt. Und das Klima bei der Brexit-Debatte im EU-Parlament, das lag heute irgendwo zwischen frostig und feindselig. Aus Brüssel, Hans-Peter Fritz. Man versammelt sich zum Familienfoto. Und einer glaubt hier, dem Scheidungsverfahren zum Trotz, noch an den alten Spruch, wir können Freunde bleiben. Wir wenden uns von der EU ab, aber nicht von Europa. Diese Länder sind unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Alliierten und Partner. Ich hoffe, dass wir das engstmögliche Verhältnis behalten können. Scharfer Gegenwind folgt hier sehr rasch. Ich akzeptiere nicht, dass Europa in die Geiselhaft einer britischen Krise gerät. Ich will nicht, dass wir die Rechnung für eine britische Entscheidung zahlen müssen. Etwas milder geht es auch. Obwohl wir eine Entscheidung sehen, die wir alle sehr bedauern, sind wir in vielerlei Weise verbunden und bleiben das auch. Und als deutsche Bundeskanzlerin sage ich dies auch für die bilateralen Beziehungen. Es ist bedauerlich, dass Großbritannien eine Entscheidung getroffen hat, die am Ende nicht die Eliten ausbaden werden, sondern die Leute, die hart arbeiten müssen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt rasch eine Lösung. Noch ziert die britische Fahne der Union Jack die Gebäude der europäischen Institutionen hier in Brüssel. Aber einer, der dafür kämpft, dass diese Fahne von hier verschwindet, hat heute seinen großen Tag im Europaparlament. Nigel Farage von der britischen Unabhängigkeitspartei UKIP. Vor 17 Jahren, als ich mit der Ausstiegsbewegung anfing, habt ihr über mich gelacht, sagt er. Jetzt ist es damit vorbei. You all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? I'm really surprised that you are here. Was tun Sie überhaupt noch hier? Herrscht Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Nigel Farage an. Und dann schüttet einer sein Herz aus. Ein schottischer Abgeordneter voller Sorge um die Zukunft seines Landes ohne EU. But please remember this. Scotland did not let you down. Please, I beg you, cher collègue, do not let Scotland down now. Wir haben euch nie im Stich gelassen. Lasst Schottland nicht im Stich. Brüssel hört es gerne, aber London sitzt am Hebel.